Oh, Käfer von Heilands Nest. Es ist soweit. Wir haben den erwachten Nagel. Er ist so erwacht, er ist quasi 3 Espresso in einem. Es hat sich komplett ausgeträumt. Und damit herzlich willkommen zurück bei Hollow Knight. Und ich würde sagen, ja, wir schnacken nicht lange. Wir gehen jetzt mal dem König eine auf den Sack geben. Da muss ich mal ganz kurz gucken, wo bin ich denn überhaupt? Ja, stimmt, ich habe die Kompassnadel gar nicht mehr. Upsi. Aber das sollten wir doch auch eigentlich so schaffen, oder? Oder haben wir hier irgendwas Wichtiges? Erhält Seele, alte Seele, wenn du Schaden nimmst. Ich pack das mal raus und nehme den Kompass. Einfach nur für den Fall der Fälle. Ich weiß ja nicht, was nach dem König passiert. Vielleicht müssen wir uns noch ein bisschen orientieren, navigieren. Und was es da nicht alles gibt. Jetzt sind wir natürlich genau an der Station vorbeigefallen. Toll. Keine Sorge. Wir düsen da jetzt schnurstracks rüber. Wir haben da ja auch direkt eine Käferstation, das heißt... Gut. Hinterfragen wir es einfach. Hinterfragen wir nicht, was gerade passiert ist. Versteckte Station. Ja, ja, muss ja auch. Ein bisschen die Folge strecken. Mit völlig unnötigen Wegen. Ey, ey, ey. So, Leute. Kann man sich hier hinsetzen? Nee. Brauchen wir aber auch nicht. Wir werden jetzt im First Try gewinnen. So. Kollege. Jetzt wird getraumnagelt. Oh boy. Das sieht anders aus als bei den anderen. Wir können das sogar verlassen. Natürlich haben wir keine Karte, logisch. Hallo? Sieht aber schön aus deinem Hintergrund. Kann man machen. Alles ein bisschen sehr monoton. Und grau. Hallo. Oh ja, alles da. Mhm. Ja, oh, natürlich. Logisch. Okay, komm mal dran hier. Triffst du nicht? Ich heil mich kurz. So. Ist das der Kollege, der da auch saß? Was war's? Okay, ich habe irgendwie gedacht, der ist krasser. Das... Okay, warte mal, bevor wir da reingehen. Nur mal kurz gucken. Alles klar. Oh ja, oh ja, oh ja. Wissen wir denn, wo wir sind? Nö. Das sieht aber wirklich, wirklich hübsch aus. Das ist also der weiße Palast. Irgendwie habe ich gedacht, ach, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie gedacht, dass wir da vielleicht auf anderen Wegen hinkommen. Warte mal, müssen wir... Ich hätte irgendwie... Müssen wir Traumnageln? Ah, oder sind die, damit wir hier solche Manöver machen können? Ja, wahrscheinlich, ne? So, hier, schön, die erste Bank. Oh ja, der weiße Palast. Ey, das habt ihr schon so oft erwähnt, den Bums. Hier unten ist eh nichts. Ich versuche mich einfach nur zu drücken. Na gut, hilft ja nichts. Muss ja weitergehen. Okay. Das scheint mir nicht der richtige Weg zu sein. Oh, oh. Also, ruhig bleiben. Wieso habe ich das Gefühl, dass das... Was mache ich denn hier? Wieso habe ich das Gefühl, dass das so eine ganz fiese Jump'n'Run-Nummer wird hier? Wir kriegen da aber... Also komisch, wir bekommen in unserem... Ja genau, hier im Journal bekommen wir die Gegner angezeigt. Das kommen wir jetzt nicht durch. Aber tot sind sie ja nicht. Da kommen wir natürlich nicht hin. Toll. Das ist mir alles sehr suspekt. Ist da unten irgendwo hin? Nein, geht's nicht! Nein! Naja, man muss ja mal gucken. So, direkt heilen. Also bisher easy. Bisher super easy. Weißer Palast, weiß gar nicht, was ihr habt. Aber wie schön. Es sind immer die schönsten Orte, die am schlimmsten sind. Oh. Und wieder so einer. Oh, okay. Der hat ein paar andere Moves. Ah, ich dachte, ich schaffe den Jump. Wirf nochmal. Genau, dann kann ich ihn kurz heilen. Ich heile mal zweimal.
Okay, die sehen bedrohlicher aus, als sie sind. Was ist das, dass die so einen kleinen schwarzen Körper haben, der hier wegfault? Aus Ermangelung an anderen Worten. Kein Flatterviecher. So, da sind Spikes. Kommen wir also nicht, aber hier auf der Seite geht. Aha. Das wird ja wahrscheinlich wieder Seele sein, nehme ich an. Ganz ruhig, ganz ruhig. Besser noch gar nicht. Folg mal den Laternen. Gott! Wo bin ich denn? War ich jetzt hier eben schon? Ja, hier war ich schon. Okay, alles gut. Hier sind wir nämlich gerade durch. Dann gehen wir mal. Okay, nach hier rechts geht es ja auch nicht weiter. Warte mal. Wir haben die Laterne angemacht. Können sie auch nicht wieder ausmachen? Hat sich jetzt irgendwo vorne was verändert? Oh, Fehler! Warte, ich versuch mal was. Ich will was versuchen. Ah, geht nicht. Schade. Okay, ich wollte jetzt mit dem Kristalldash nach links einmal durch. Okay, dann düsen wir mal kurz. Kurz vor allem. Ach, vielleicht haben sich hier oben die Türen geöffnet. Huch! Was bist du denn? Du bist Seele, oder? Ja, alles klar, nehme ich mit. Wir haben ja schließlich drei Gefäße. Die wollen befüllt werden. Nee. Guck ich mal, ob jetzt vielleicht in dem Bildschirm vorher sich hier irgendwie was verändert. Ah ja, guck mal, hier oben ist jetzt offen. Oh, oh Gott! Oh, das sieht gar nicht. Oder krieg ich ja jetzt schon. Das ist alles so ein ganz gemeiner Teaser für ganz gemeine Jump'n'Run-Passagen. Oh nein. Ihr wisst, dass wir Ewigkeiten brauchen werden für diesen Abschnitt, ne? Ich hoffe, das ist euch klar. Als ihr euch den weißen Palast gewünscht habt, passt auf, was ihr euch wünscht. Da brabbelt doch einer. Brabbelt ihr hier oben? Ah. Oh, oh, die Herrschaften. Da verbeuge ich mich doch auch mal kurz mit einem Kopfnicken. Was auch immer ich genau hier machen. Da oben sind noch viel mehr. Na gut. Gibt ja nix. Moin. Oh. Sind ja cute. Das ist alles viel zu lebensbejahend bisher. Ich will die auch nicht angreifen. Ich habe Angst, dass da irgendwie was Schlimmes passiert. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier rechts rein. Ich glaube, bisher ist jeder Weg der richtige Weg. So, da kommen wir nicht ran. Da brauchen wir wahrscheinlich nochmal so eine Seelenlaterne, wie vorher. Oh Gott! Ah! Oh Gott! Genau das, was ich mal in einem Kurzvideo gesehen habe. Also, das ist noch nicht die schlimme Ausführung. Das ist nur die, wir zeigen dir schon mal, was auf dich zukommt. Zu gut. Was zum Geier, Moment. Moment, ich muss erstmal den Rhythmus checken vor den. Warum? Warum fliegen die hier überhaupt rum? Was hat sich der Innenarchitekt gedacht? Wir brauchen auf jeden Fall, noch Kreissägen. Kreissägen brauchen wir hier in dem Gang. Also das passt ja so, genau. Ah, oh, ich hätte einfach stehen bleiben können. Aber das ist der Rhythmus. Alles gut, alles gut. Wir haben es quasi. So, jetzt bleiben wir hier kurz stehen. Nein, das geht einfach nicht weiter. Ist das so ein Abschnitt, wo es gar keine Gegner gibt, wo es nur Environmental Bums gibt? Warte mal. Ah, okay, er kann mal. Ob das der richtige Weg ist? Oh Gott. Hilfe. Nein! Ah, aber immerhin bleiben wir hier stehen. Okay, das ist gut. Komm, rein einmal kurz. Was soll das denn? Oh Gott. Ich kann das alles nicht. Ah, oh Gott. Ja, okay, aber das kriegen wir auch hin.
Oh, der kommt schneller, als man meint. Durchatmen. Schnell, schnell. Nein, da ist ja noch eine. Oh, verflucht nochmal. Ich kann das alles nicht mehr. Das wird uns Wochen kosten. Okay, wir sind oben. Bitte eine Bank. Bitte irgendwas zum Hinsetzen. Das wäre jetzt wirklich angebracht. Das Game sieht. Oh, was soll denn das bitte? Das ist doch ein schlechter Witz. Was sind drei Teufelsnamen? Was soll ich denn da machen? Genau das nicht. Wie bewegt sich das da unten denn dann nachher? Das ist ja furchtbar. Genau mit dem kleinen C drauf. Da oben kommt auch noch so ein... Das ist ja alles schrecklich. Tja, das ist einfach wirklich der Weg, den wir gehen sollen. Logisch. Wer hat sich das ausgedacht? Und jetzt? Da runter? Oh, das ist aber sehr spack. Oh, okay, wir sitzen. Warte. Nein! Warum ist da denn... Was? Da war doch nichts. Oh nein. Oh nein. Oh, Leute. Ich weiß gar nicht mehr, wie sind wir da nochmal hingekommen? Ist das richtig? Das ist auf gar keinen Fall richtig. Ja klar, das hier ist ja der ganz, ganz, ganz am Anfang. Das ist nochmal kurz. Ja, genau, hier oben mit dem Aufzug. So, hier müssen wir mal hoch. Oh Gott, wir müssen den ganzen Bums nochmal machen. Wieso ist denn da keine Bank zum Hinsetzen? Oder habe ich die übersehen? Vielleicht gehen wir erstmal in eine andere Richtung. Nur mal kurz gucken. Wir könnten ja jetzt von hier zum Beispiel... Entschuldigung! Das war keine Absicht. Ah, guck mal da oben. Und hier können wir auch noch irgendwo hin. Oh nein, da ist schon wieder das... Klar. Aber warte, ich habe eine Idee. Oh Gott! Okay, nicht nach unten, nach oben. Es fährt so hoch, natürlich. Das läuft besser. Moin Jungs, wie seid ihr eigentlich hingekommen? Was? Okay. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben, logisch. Wie soll ich denn so den Bogen da runterspringen? Genau so. Oh Gott! Boah, das ist alles viel zu viel. Oh, das ist alles viel zu viel. Nein, das war dumm! Bitte steh auf dem kleinen Pinökel. Naja, gut, okay, hier ist auch gut. Wie soll ich denn da hin? Logisch. Logisch, Oh, aber wir stehen hier. Oh, das ist ein Fest. Das ist schon fast Luxus. Können wir uns klein machen? Nein. Wo muss ich denn danach hin? Nein! Nein! Oh, verflucht! Das sah so gut aus. Jetzt müssen wir da hinten auf den. Bitte eine Bank, bitte eine Bank. Oh, aber das ist auch gut. Da können wir uns einmal voll heilen. Oh, das ist sehr, sehr gut. Na gut, nicht voll heilen, aber ein bisschen was. Das ist wichtig. Nehmen wir noch mehr? Schade.
jetzt würde ich sagen, auf den. Genau. Und so. Das schlief deutlich besser, der Abschnitt. Wer hat denn das gebaut? Damit habe ich nicht gerechnet, dass das. Ich bin genauso verblüfft wie ihr. Frage ist jetzt nur. Ey, keine Ahnung. Wie weit geht das da nach rechts? Oh, da ist auch direkt ein kleiner. Warte mich. Ah, man kann hier stehen. Ah, hier nicht. Zu kurz. Wie? Wie soll das aussehen? Warte mal. Mit einem Double Jump und dann direkt. Wir müssen uns zwischen die zwei bewegenden Blades da rechts stellen, damit wir einmal kurz Ruhe haben. Aber da müssen wir ja. Oh Gott. Ja, Leute, ne? Ihr habt euch das gewünscht. Habt ihr jetzt davon. So. Warte mal. Wir müssen direkt auf den mittleren Teil zwischen den Blades. Nein, aber es war so knapp. Noch ein Hauch. Mehr nach rechts. Nur einen Hauch. Ach, Menschenskind. Und jedes Mal wieder auf dieser Bank. Das kannst du dir nicht ausdenken. Also hier haben sie sich aber auch... Die haben sich aber auch wirklich am Ende gedacht, komm, jetzt haben wir die volle Ladung, Dreck ins Gesicht. Meine Güte. Dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt nochmal einen anderen Weg. Einfach um uns mal alle potenziellen Wege anzugucken. Ich habe ja noch gedacht, dass wir links relativ gut durch sind. Und dann kam der nächste Raum. So, wir können nämlich... Hier nicht, aber wir sind hier oben ja das erste Mal. Nee, hier sind wir auch noch nicht hoch, oder? Doch, genau. Hier oben rechts sind wir das erste Mal rein. Ah, und hier geht's weiter hoch, verstehe. Hier ist eine Bank, ich krieg die Krise. Oh, gut. Lieber spät als nie. Hier waren wir aber eben. Was ist hier? Achso, hier gehen wir auch nochmal raus. Verstehe. Gucken wir nochmal, was hier oben ist. Hier wird ja wahrscheinlich... Ah, das ist sehr gut. Hier ist ein Apple. Ja gut, dann sieht mir das schwer danach aus. Aber wir versuchen jetzt nochmal hier die... Das Kettensägen-Massaker. Das Kreissägen-Massaker. So. Sehr gut, das war enorm knapp oben gerade bei dem Blade, aber na gut. Oh, so, jetzt kam hier die Scheiße. Nein! Och, was hier oben, das war... Hätte man aber auch ein bisschen großzügiger setzen können. Haben wir keinen Platz zum Springen. Das muss sitzen. Was ist eigentlich, wenn ich hier... Blockiert mich der Fels da links? Ja, tut er... Oh Gott, oh Gott. War ja klar, dass der blockiert. Ich denke auch Rockblock. So. Stark. In Flow kommen. Gar nicht mehr aufhören. Genau so. Zack, easy. So, wenn der zurückfährt. Easy! So, hier holen wir uns nochmal ein bisschen Energy. Gut. Wieso bin ich da jetzt so unnötig gesprungen? Das hätte ich mir sparen können. Werden wir hier getroffen?
Nee, okay. Ja, da muss man einfach wirklich nur, wenn die alle einmal durch sind, dann hat man da das Zeitfenster. Aber jetzt sind wir wieder an der fiesen Stelle. So, genau. Stark. Gut gemacht, Julian. Richtig, richtig gut. Och, Herr im Himmel. Steh mir bei. Ach, Manno. Scharf. Okay, lass mal heilen. Ruhig bleiben. Ich überlege gerade, macht das hier Sinn? Dass wenn wir Schaden nehmen, dass wir Seele bekommen? Weil dann können wir ja immer, wenn wir gehittet werden, den einen Punkt doch wieder hochheilen. Stimmt's? Warte mal, das müssen wir nachher gucken. Wir müssen aber jetzt erstmal Konzentration. Also. Wenn der... Wenn der rechte oben ist oder wenn er unten ist? Keine Ahnung. Ist alles egal. Nein, das war auch wieder so knapp. Oh, verflucht. Wir schaffen das. Gar kein Problem. So. Oh, oh, Herr im Himmel, steh mir bei. Das muss jetzt der perfekte Dash werden, Leute. Oh, 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 gesegnet sei der. Keine Ahnung. Oh, 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 nee. Oh, nee. Oh Gott, ja. Muss kurz einen Schluck trinken. Also wirklich. Oh, psychologische Kriegsführung hier, das Ding. Oh, Himmel, Herrgott, noch ein. Okay. Mal die Finger knacken lassen. Die morschen alten Knochen. Wo soll ich hier hin? Ah, ich verstehe. Okay. Leckomio, sonst nicht wo. Können wir so weit wäschen? Boah. Nein, können wir... Ah, wir kriegen da nochmal einen Double Jump hin, ne? Oh, das ist aber hier wirklich... Das aber. Nein, ich war schon in der Animation für den Sprung. Oh, das war der beste Versuch bisher. Nein, um Himmels. Schön das Auge ausgestochen. Das war arschknapp. Ja, 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 so. Doch wirklich? Das ist nicht okay. Nein! Wir lassen ihn nochmal kurz sägen. Wie lange soll das denn hier gehen? Das dauert doch Monate. Jahrhunderte. Ich muss den Spielstand vererben. Ich sehe da keine andere Möglichkeit. So, wir nehmen den Wegkompass raus. Den brauchen wir eh nicht. So. Erhalte Seele, wenn du Schaden nimmst. Ich würde mal... Wir gucken mal, ob das so funktioniert. Zumindest ein HP mehr bekommen wir doch dann, oder? Zumindest macht es in meiner Rechnung so Sinn. Wir gehen wieder rein, Leute. Warum das hier so gebaut sein muss. Hätte alles auch ein bisschen... ...ein bisschen lebensbejahender sein können. Weniger Kreissägen. Mehr schöne Dinge. Gut. Aber... Ah, nee, da bekommen wir keinen... Ah, schade. Na gut, damit ist diese... Diese Taktik auch hinfällig. Schade. Warum bekommen wir da nicht vorher
Nochmal eine Bank. Wieso muss das denn so sein? Oh Gott. Vorsichtig. Zu gierig. Viel zu gierig. Hätten wir ruhig bleiben müssen. So, wenn der zurückgeht. Genau. So ist... Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Und hier war ja... Wir machen es nochmal, wenn sie nach links durch sind. Genau. So, jetzt kommt wieder der hässliche Teil. Nee, ich stand doch nicht. Mann. Man kann ja auch, ich gucke immer trotzdem auf die Blätter, aber man sieht ja die Schienen, auf denen die im Hintergrund laufen. Da ist man eigentlich besser mit beraten, oder? Was? Okay, komm mal heim mal kurz. Was soll der Geiz? Aber da ist eine Verbesserung, Leute. Müsst ihr schon sagen, da ist eine Verbesserung zu sehen. Ne, den Sprung brauche ich nämlich auf der anderen Seite. Ah, aber jetzt haben wir noch mal ein bisschen Seele bekommen. Das ist halt nur echt wenig. Schade, schade, schade. Hm. Oh, sehr gut. Okay. Wir sind schon wieder an der Stelle. Ist alles gut. Einfach komplett den Lebenswillen aufgegeben. Lass es einfach passieren. Oh, du vermaledeiter Stachel. Oh, über dich werde ich, also wenn ich zu einer anderen Zeit gelebt hätte, dann hätte ich jetzt ein arg böses Gedicht über dich geschrieben. Über dich auch. Über beide Nägel. So ist die Musikrichtung Soul entstanden. Durch den weißen Palast. War es ein Palast? Sieht nicht aus wie ein Palast. Ich würde meinen Palast anders einrichten, aber da unterscheiden sich ja die Geschmäcker. Na, ho, ha, ho, oh Gott! Da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Bitte, Seele, irgendwas. Oh. Hab ich's geschafft? Ich möchte meinen Eltern danken, meinem unheimlich fantastischen Freundeskreis, euch als Zuschauer. Das war einfach irre. Als hätten wir irgendetwas geleistet. Oh Gott. Okay, aber das ist ja... Lass mich nochmal kurz hier links gucken, aber da wird es ja wahrscheinlich nirgendwo hingehen. Obwohl, was ist denn da links? Nee, das ist eine schlechte Idee. Aber hier ist doch irgendwas. Will ich da lang? Ist das eine... Warte. Ach, hier bin ich. Hey, Moment mal. Moment. Das ist ein Shortcut. Da hätte man viel leichter rumkommen können. Ich krieg die Krise. Ach, ich krieg die Krise. Und runter? Und da ist nichts. Okay, wir gehen dann... Alter. Boah, das ist ja so frech, nachdem du dich da durchgerackert hast. Zeigen die dir den so offensichtlichen Shortcut. Na gut. Bitte was Schönes. Yeah. Fantastik. Leute, wir haben unseren ersten Abschnitt des Weißen Palastes abgeschlossen. Und ich würde sagen, den können wir natürlich noch nicht nehmen. Da müssen wir noch den anderen Abschnitt schaffen. Aber ich würde sagen, wir setzen uns hin. Ausruhen. Ausruhen ist hier wirklich das Wort der Wahl. Wir ruhen uns jetzt eine Runde aus und in der nächsten Folge geht's weiter mit dem Weißen Palast. Es kann alles nur noch viel schlimmer werden. Macht's gut. Wir sehen uns.